Es ist so cool, wenn man sieht, wenn Menschen durchstarten, wenn sie loslegen, wenn sie ihr Leben in die Hand nehmen und großartige Dinge machen. Einfach herrlich. Und es gibt drei Gegner, die hindern uns genau auf diesem Weg. Die begegnen uns oft tagtäglich. Und so ist es dem Ron gegangen. Es war 1976. Steve Jobs und Steve Wozniak haben ihre Firma Apple gegründet. Und sie wussten, sie haben oft Diskussionen, Entscheidungsschwierigkeiten. Und da wäre doch ein Dritter ganz praktisch. Und dann könnten sie sagen, die Mehrheit entscheidet. Und sie kennen einen Freund, der heißt Ron. Der ist auch in juristischen Fragen sehr gut. Und der könnte ihnen dann auch die Verträge machen. Und so haben sie den Ron gefragt, wir geben dir 10% der Anteile, wenn du in unsere Firma einsteigst und wenn du uns hilfst, Verträge zu machen, bei Entscheidungen zu helfen und so. Und so ist der Ron eingestiegen und dann? Und dann sind beim Ron die Gegner aufgefahren. Das heißt, sein eigenes Kopf-Negativ-Denken ist dahergekommen, sein Zweifler ist stark geworden. Und er hat sich gefragt, was ist, wenn das schief geht? Ich kenne andere Menschen, da ist so etwas schief gegangen. Und die Gläubiger gehen dann auf den, der ein bisschen Geld hat. Und das bin in diesem Fall ich. Die anderen zwei Jungs haben ja nichts. Ich habe ein bisschen Geld unter der Matratze, stell dir vor. Und das ist dein Weg. Und so ist dieser Zweifler immer stärker geworden. Und er ist nach 11 Tagen aus der Firma ausgestiegen. Hat seine Anteile um $800 verkauft. Wäre er drinnen geblieben, er wäre sehr bald sehr, sehr reich geworden. Bis zum mehrfachen Milliardär, ohne dass er viel dafür tun hätte müssen. Der Ron hat dann einen nicht so angenehmen Weg eingeschlagen. Oder einen, wo wir sagen würden, ja, ist jetzt nicht so angenehm. Mehr dazu gleich. Die drei wesentlichen Gegner, die immer wieder auftauchen, wenn wir losgehen wollen, wenn wir uns entscheiden, etwas zu machen, wenn wir das Gefühl haben, wir machen das jetzt, wir starten jetzt, wir gehen jetzt los, dann kommen die drei daher. Manchmal im Dreierpack. Der erste ist unser Zweifler, unser Angstdenken. Wir mischen dann vergangene Erfahrungen, Negatives mit dem, was jetzt gerade ist. Wir mischen es und sagen, ja, da ist auch schon schief gegangen. Ah, der hat auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. So wie beim Ron. Und wir sagen dann, ah, komm, lass es. Ja, dann hat der erste Gegner gewonnen. Oder der zweite Gegner kommt ins Spiel und das ist oft unser Mangeldenken. Wir gehen nicht von Fülle aus, sondern wir gehen von Mangel aus. Von zu wenig, von schwierig, von kompliziert. Und das ist nicht so leicht. Und so leicht, wie du sagst, ist es nicht. Ja, ist es auch nicht. Aber der Weg ergibt sich immer beim Gehen. Und wenn ich in einem Mangeldenken stecke, dann komme ich nicht los. Oder dann produziere ich sogar noch Mangel in meine Ergebnisse. Das heißt, unser Mangeldenken, unser zweiter Gegner, der uns immer wieder begegnet. Dabei leben wir alle in Fülle und selber sehr oft im Mangel. Eigentlich komisch, nicht wahr? Und der dritte Gegner ist unser Umfeld. Und wenn das Umfeld es nicht haben will, dass du losgehst, dass du eigene Entscheidungen triffst, dass du eine eigene Meinung hast, dass du dein Leben jetzt startest, dass du jetzt eine Idee startest, wo nicht alle genau wissen, wie das alles wird. Und wenn das Umfeld dich hindert, dann ändere dein Umfeld. Ein toxisches Umfeld ist das Schädlichste, das Schlimmste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Ändere dein Umfeld. Gehe in ein Umfeld, das dich stärkt, das dich motiviert, das dich aufbaut, das dich unterstützt. Genau so ein Umfeld brauchst du. Also die drei Gegner, unglaublich mächtig, wenn man ihnen die Macht gibt. Denn die wahre Macht ist dein Gefühl, deine Intuition. Und die Erfahrungen, die kann man dazu mischen, aber die dürfen nicht zu stark werden. Das ist alles Vergangenheit. Die dürfen nicht zu stark werden. Und der Ron lebte dann von Sozialhilfe. Stell dir das vor. Er war in einer Firma, da wäre er mehrfacher Milliardär geworden.
Er ist ausgestiegen und hat nie richtig Fuß fassen können, lebte von der Sozialhilfe. Wow! Darum, achte, dass deine drei Gegner nicht zu stark werden. Mach dein Ding, leg los! Schön, dass du bei diesem Video dabei warst und ich hoffe, bis bald. Pfiat dich!